So, da sind wir auch schon wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. So, heute zeige ich euch mal was anderes, nämlich indem wir uns den zweiten Jetpack bauen. Denn es gibt zwei Stück, einmal den, der elektrisch betrieben wird und einmal der, der Sprit verbraucht. Nein, dieser Sprit ist nicht der Buildcraft-Sprit, den man hier hat, das ist ein ganz anderer. So, den bauen wir. Dafür brauchen wir zweimal Redstone. Und zwei. Ein bisschen Refined Iron. Ich nehme mal ein bisschen mal mit. So, dann brauchen wir aber noch mal ein bisschen mehr Redstone und Kabel, denn wir müssen uns einen Schaltkreis bauen. Oh. Haben wir überhaupt noch genügend Kiebelchen? Haben wir aber nicht. Das ist blöd, aber... brauchen nur einen Schaltkreis, dann reicht das. Und davon welche? So. Gehen wir mal an die Arbeit. Wir bauen uns Kabel. Isolierte Kabel, die einfach isolierten. So, jetzt legen wir die wieder hier außen herum. Geben einen Refined Iron in die Mitte. Und Redstone außen herum. So, jetzt haben wir einen elektrischen Schaltkreis. Der Jetpack wird halt mit einem Treibstoff betrieben. Dafür brauchen wir so einen Treibstoffkanister. Eine Fuel Can. Die ist dann mit Tin ungefähr so geshaped, wie die hier ist. Hier ist so der Henkel, hier ist da, wo man das lagern kann. Hier ist das, was gelagert wird und hier oben kommt es raus. So. Ich glaube, mich zu erinnern, weil wenn ich jetzt hier Jetpack eingebe, kann ich mir das Rezept in meiner Version zurzeit nicht angucken. Das ist noch ein bisschen buggy. Ich hoffe, das wird mal gefixt. So, dann brauchen wir nämlich Redstone hier unten. Diese Can kommt hier hin, weil das ja der Treibstoff sozusagen, da wo das gehalten wird. Die Redstone ist sozusagen da, wo das rauskommt. Und hier Refined Iron an der Seite. Genau, der Jetpack. So, wir haben jetzt diesen Jetpack. Den können wir uns umschnallen, aber bringt uns ja nichts. Wir können den auch nicht elektrisch aufladen. Hm, wie ladet man den dann auf? Es ist ein speziellen Weg, den aufzuladen. Dafür brauchen wir uns aber zuerst jetzt noch eine neue Maschine. Und da fällt mir auf, war blöd, denn dafür brauchen wir nochmal einen von den Schaltkreisen. Habe ich zu wenig Kupfer mitgenommen. So. Wir bauen uns eine neue Maschine, die ihr eigentlich bauen solltet, wenn ihr in der Richtung nicht auf Peaceful stellt. Denn die Maschine, die wir bauen, heißt Canning Machine. Und diese Canning Machine ist das, was der Name schon in der Richtung sagt. Sie erstellt sozusagen Konservendosen. So, ich zeige dir euch mal. Nochmal draufklicken. So. Canning. Da, die Canning Machine. Es ist Tin außen herum mit einem Maschinenblock und einem elektrischen Schaltkreis. So. So, hier. Tin außen herum. So. Einem elektrischen Schaltkreis und dem Maschinenblock. Und damit haben wir die Canning Machine. So, wo tütteln wir die denn jetzt hin? Wo haben wir... So, tütteln wir die mal hier zwischen. Denn wir brauchen keine Truhen in die. Das ist hier alles manuell am Füllen. So sieht das dann ungefähr aus. So, jetzt muss ich mich mal hier unten drunter graben. Denn hier ist nämlich das für die Schaltkreise. So, ein paar Kebelchen haben wir noch. So. Jetzt gucke ich mal, wie das hier unten aussieht. Muss ja nicht umsonst. Sozusagen hier können wir uns einen sparen jetzt. So. Jetzt wundert ihr euch, was macht diese Canning Machine? Ganz einfach, wenn man jetzt sich Konserven baut, die baut man sich mit hin. War das so? Jo. Hat man Tin Cans? Jo. Ist richtig so, hat man Tin Cans und diese Tin Cans kann man füllen. Die gibt man dann sozusagen hier unten rein. Und hier oben tut man etwas rein, was man verarbeiten möchte. Jetzt gucke ich gerade, vielleicht müssen wir rausgehen und noch ein paar Schweine schlachten. Aber wir haben hier einen Cooked Chicken. Davon machen wir uns mal jetzt noch ein paar. Damit wir sozusagen das nicht verlieren. So. Nehmen wir mal einen Cooked Chicken, einen Raw Pork Chop, einen Raw Beef. So. Jetzt tun wir
sozusagen hier oben das rein und jetzt sieht man, es arbeitet. Was macht denn das? Es packt sozusagen dieses Fleisch in diese Konserven ein. Und je nachdem, wie wertig dieses Fleisch ist, kommen mehr Konserven oder weniger raus. Und diese Konserven kann man halt essen und stellen, glaube ich, um die 2-3 Herz, 2-3 Nahrung wieder her. Ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, sozusagen so den Hunger zu überkommen, denn die kann man sehr stacken und es ist egal, was ihr habt. Wenn ihr jetzt Raw Beef da reingibt oder Cooked Beef etc. Oh, schnell hier rein, so zwei. Jetzt tun wir das Cooked Chicken da rein, mal gucken, wie viel das uns gibt. Also Fisch etc. Das ist halt dieser große Vorteil. Man nimmt einfach das ganze Essen, tut es in diese Canning Machines und die, in diese Canning Machine und bekommt halt diese Cans zum Essen. Also die könnten wir jetzt essen, würden wir verhungern. Aber in der Richtung, wenn ihr jetzt was zum Essen dabei habt, habt ihr mal Cooked Chicken, Raw, also dieses Cooked Beef, Cooked Fish etc. Und in der Richtung habt ihr dann fünf verschiedene in eurem Inventarplätze. Mit dieser Tin Can ist es einfach eine. Also die restort zwar halt nicht so viel wie das Ganze, aber im Vergleich bekommt man ja mehr Cans. Also wenn sozusagen ein Chicken drei Hunger wegmacht, macht dieser Tin Can halt eineinhalb, aber du kommst halt zwei Stück raus. Also ist das alles schon in seiner richtigen Ordnung. Jetzt denkt ihr euch, cool, jetzt können wir damit Essen machen. Ja, aber ihr könnt damit auch, oder ihr müsst diese Maschine haben, um das, um den Jetpack zu füllen. Der kommt nämlich hier unten rein und hier oben kommen so welche Fuel Cells rein, also so also Spritzzellen. Es gibt zwei verschiedene. So, dazu brauchen wir zuerst mal Zellen. Diese Zellen baut man so. Dann hat man Empty Cells. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, wie die sind. Ich nehme mal Coal Dust. So. Ne, so nicht. Ich muss mal jetzt gucken. Bei dem bin ich mir nicht sicher. So. Wir haben hier die Uraniumzelle, die Wasserzelle, da. Wir haben die Biofuel-Zelle und die Coal-Fuel-Zelle. Und die macht man, indem man eine High-Coal-Zelle in den Extraktor gibt. Okay. Dazu brauchen wir H-Kohle, Hydrated Coal. So. Für Hydrated Coal nimmt man entweder ein Wasserbucket oder eine Wasserzelle und gibt außenrum. Außen. Entschuldigung. Und gibt außen herum diesen Coal Dust. Wir haben aber hier zum Beispiel diese Zellen. Dann benutzen wir die auch gleich mal. Blub. Haben eine Wasserzelle. Tüdeln die mal jetzt hier hin. Tun die Wasserzelle hier in der Mitte und diese außen herum. Man kann natürlich nur eine nachmachen, ist aber ein bisschen Verschwendung, finde ich. So, die Zelle bekommen wir aber leider nicht wieder. Dafür haben wir dieses Hydrated Coal. Und dieser Hydrated Coal muss ja, glaube ich, in den Kompressor und in den Extraktor. Ah, in den Kompressor. Zuerst mal, dass sie komprimiert wird. So. Tun wir die mal hier rein. Oh, das wird dauern. Ja, der Kompressor ist nicht lang. So, währenddessen zeige ich euch die andere Alternative. Ist nämlich die Biofuel-Zelle. Und die Biofuel-Zelle macht man mit Compressed Plant Balls. Und wie macht man die? Natürlich in einen Kompressor. Wie macht man die Plant Balls, also diese Klumpen? Einfach jedes Material, was man sozusagen biologisch ist, ob das jetzt Wheat ist, Sugarcans, Seeds, diese Laubdinger, etc. Was aber den Vorteil hat hier, wenn man diese Saplings benutzt, bekommt man zwei Plant Balls raus. Das ist natürlich eine Möglichkeit in der Richtung, wenn man sehr viel anbaut und richtig viel hat. Denn ihr braucht 16 Biofuel-Zellen oder 8 Coal-Fuel-Zellen, um den Jetpack komplett aufzuladen. Also würde ich euch das empfehlen, dann mehr mit der Richtung zu machen, dass ihr hier diese Kohlezellen dafür benutzt. Was euch ja natürlich nicht vorgeschrieben wird. Wenn ihr euch jetzt genug angepflanzt habt oder noch sehr viele Setzlinge übrig habt, zum Beispiel, könnt ihr das auch mit diesen Plant Balls machen. Das ist euch überlassen. Ihr könnt die auch kombinieren, indem ihr sozusagen sagt, okay, ich brauche 16 davon
oder 8 von den Coal Fuel Zellen, dann nehme ich 4 Coal Fuel Zellen, weil die so viel Arbeit haben, und den Rest nehme ich halt durch die 8 anderen Plant Zellen. So, wir nehmen mal halt diese Coal Fuel Zellen, verbinden die in unserem Inventar, das können wir ja, zu den High Coal Zellen und müssen die gleich kompressieren, in den Extraktor rein tun. So, aus dem Extraktor müsste der dann sozusagen die Fuel Zellen machen. So. Und wenn ich dann alle habe, zeige ich euch mal, dass man in dieser Canning Machine dann halt den Jetpack hier unten hingibt und hier oben kommt immer dieses Fuel. Also hier unten immer den Behälter hingeben und hier oben kommt halt immer das, was ihr da reinpacken wollt. Also sozusagen tut ihr die beiden Sachen zusammenquetschen und kommt dann halt was Neues raus. So, die Tin Cans kann ich jetzt aber auch weggeben. Tue ich die mal hier. Oh, unsere Werkzeugkiste wird langsam richtig klein. Muss ich mal gucken, vielleicht ab und zu mal was lauer rauswerfen. Oh, habe ich aus Versehen liegen lassen. Das ist natürlich ein sehr langer Prozess, den man hier ablaufen muss mit dem Kompressor etc. Aber der lohnt sich halt, also was heißt der lohnt sich? Mit dem Fuel Jetpack habt ihr sozusagen kein Limit. Also mit dem Elektro Jetpack könnt ihr ja nur eine gewisse Höhe erreichen und dann ist es ja vorbei. Im Nether auch zum Beispiel. Also kann ich jetzt hier hoch und wenn ich sozusagen über Wolkenlevel bin, müsste der eigentlich irgendwann mal aufhören. Genau, so, das hört jetzt auf und dann kommt man langsam nach unten. So, jetzt lade ich den auf. Gluck. So. Dumm-di-rum-di-rum-di-rum. Jupp, hier drin. So. Jetzt machen wir die restlichen Zellen hier noch. So. Alle jetzt hier in den Extraktor rein. Und dann haben wir hier diese Coal-Fuel-Zellen. Die stacken aber. So, jetzt nehmen wir diese Coal-Fuel-Zellen und tun die hier oben rein. Und jetzt sieht man, dass es sich ganz langsam füllt. Und genau 8 Stück brauchen wir, dass er komplett gefüllt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Jetpack immer wieder nach unten packen müssen. Das weiß ich nicht. Oder ob er einfach nur die Haltbarkeit da unten erhöht wird. So. Nehmen wir die gleich mit. Da, man sieht, er macht etwas. Ah! Gehen die von selber weg? Ja, die gehen über Zeit lang weg. So, und dann ist er halt so viel geladen. Jetzt tun wir aber noch... Also sozusagen geht er nach rechts und der macht dann halt über jeden Ticken, den er weitergeht, halt immer ein bisschen mehr Fuel rein, also die Haltbarkeit unten. Und das heißt im Endeffekt zum Schluss, dass er dann rauskommt, aber mit der Haltbarkeit rauskommt, die sozusagen die Sachen oben hatten. Heißt, wenn man von Anfang an 8 oben reinsteckt, kommt er direkt voll raus. Wenn man halt weniger reingibt, kommt er halt nicht so voll raus. Heißt aber auch nicht, wenn wir weniger reingeben, dass es dann schneller geht. Aber so kann man sozusagen nur halb voll machen. Oder man möchte ihn nur ein Viertel voll machen und dann den Rest mit den Biofuel-Zellen machen. Etc. Das ist aber euch auch komplett selber überlassen. Hier sieht man zum Beispiel, reichen diese Zellen nicht und sind jetzt weg. Oh Mist. Also man muss doch so viele Zellen reingeben, dass sie mindestens bis zum Ende reichen. Jetzt können wir den zum Beispiel ausrüsten und mal mit dem fliegen. Ich glaube, wenn er voll aufgeladen ist, hält der ganze 90 Sekunden. Hui. So. Jetzt mal gucken. Ich glaube, der ist keine Limitierungen. Jetzt gucken wir und gucken wir, gucken wir. Genau. Wir können mit dem ganz nach oben fliegen. Und wenn wir jetzt Leertaste gedrückt haben und den M drücken, haben wir Hover Mode enabled. Sozusagen, dass wir nicht runterfallen, sondern dass er uns immer so langsam abbremst. Das verbraucht sehr wenig an Fuel, wie man sieht. Und bringt uns sozusagen langsam nach unten. Den kann man aber auch wieder enablen, indem man wieder M und Leertaste gleichzeitig drückt. Wenn man sieht, unser Sprit geht zwar weg, aber wir würden sozusagen nie runterfallen. Also danach braucht ihr keine Angst haben, runterzufallen, außer natürlich euer Sprit geht leer. So.
Und dann seid ihr unten. Jetzt können wir wieder M-Leertaste drücken und dann ist er wieder aus. Und dann könnt ihr wieder so fliegen, wie ihr wollt. Das geht auch natürlich auch mit dem elektrischen Jetpack. Das geht jetzt nicht nur mit dem. So, ich glaube, dann habe ich euch genug gezeigt. Wir haben heute einen neuen Jetpack gebaut, die Canning Machine, womit ihr euch sozusagen immer ernähren könnt. Was, wenn ihr nicht auf Peaceful spielt? Also ich sozusagen auf meiner eigenen Technik-Map, die ich jetzt nicht auf dem Server habe, weil ich hier alles aufnehme, spiele ich mit Monstern. Und da ist diese Canning Machine zumindest für den Anfang sehr gut, da man ja nicht so viel Inventarplatz hat, um sich jetzt so zu versorgen. Wir sehen, wir haben einiges an Scrap bekommen. Das Einzige, was ich euch erzählen kann über das Quarry zum Beispiel noch, ich habe es nicht hinbekommen, das irgendwie vernünftig am Laufen zu bringen. Deshalb habe ich einfach das Quarry platziert und dann hat es ja sozusagen seinen eigenen Bereich, den es da ausgräbt in der Richtung. Und dann habe ich dem einfach sozusagen den Bereich, den er sich da ausgesucht hat, auch wenn es nur ein kleiner war, selber graben lassen. Den hat er dann hier im Wasser bis nach unten gegraben, bis zum Bedrock. Was natürlich eine intelligente Taktik ist, wenn man so, wenn man da jetzt zum Beispiel nicht hin möchte. Man kann jetzt durchs Wasser gucken, das ist schön. Das ist eigentlich eine intelligente Taktik ist. Normalerweise macht man das nämlich immer mit Wasser, dass nämlich man nicht aus Versehen runterfallen kann. Und wenn Lava kommt, wird es automatisch zu Obsidian, das dann auch abgebaut werden muss. Nur natürlich ist es jetzt blöd, wie man das Wasser rausbekommt. Falls man jetzt nach unten gehen möchte, so wie wir hinten in unserem Quarry hingehen möchten. Aber das ist dann eine andere Geschichte, um die müsst ihr euch jetzt eigentlich nicht kümmern. Das war jetzt so mehr meine Idee. Ja, ich denke, für diesen Part reicht es dann. Dann muss ich nur gucken. Was wir im nächsten Part machen, weil wir sind schon sehr weit geschritten in Industrial Craft, dass wir da nicht mehr viel machen können. Kann sein, dass ich schon in den nächsten Parts jetzt langsam die Vorbereitungen treffe für die Reaktorkammer oder etwas halt mache, was so nebenher ist. Also was jetzt nur so Schmuckartikel sind oder ich zeige euch, welche Rüstung man bauen kann, die ich aber hier auf Peaceful natürlich nicht brauche. Aber ihr vielleicht, wenn ihr kämpfen wollt, klar, in eurer eigenen Welt ist es natürlich was anderes. Das sage ich nicht, ihr dürft jetzt nicht das bauen oder sowas alles, oder ich enthalte euch diese Rezepte vor, weil ich hier auf Peaceful bin. Das hat, einer hat mit dem anderen nichts zu tun, das soll ja als Tutorial gelten für alle Bereiche. So, dann kann ich nur sagen, ich bedanke mich und schalte demnächst auch wieder ein, wenn es wieder heißt, Let's Play Tekkit und wir sehen, was wir machen werden. Bis dann, ciao!